Was geht bei euch gerade hier? Am Walken, am Laufen. Boah, hustige Angelegenheit heute. Hustiger Stuff. Hust mal raus hier. Husten. Heute ist wieder Feiertag, oder? Pfingstmontag. Wieder hier in so ein ganz, ganz viele Feiertage aneinandergereiht. Ganz viele Feiertage, bei denen man ganz, ganz ja, durcheinander kommt, was genau jetzt angesagt ist. Ich spiele das nochmal ein bisschen. Und Pfingsten ist natürlich ja, hier für alle Christen. Big stuff, big day. Big day. Geht mir wirklich hier. Ich wirklich hier Freude auf jeden Fall an dem Tag. Freude kommt hoch. Freudiges Unterfangen. Freudiger Stuff. Freudige ja, Arbeiten, die man angehen kann. Ja, so. Das ganze Work-Publikum da draußen. Das ganze Workface. Die Workaholics. Die Workaholics da draußen. Kurz durch den Faust gejumpt. Mitten durch den Wald. Die Kamera etwas komisch in der Hand, ja, etwas komisch in der Hand liegend. Durch den Wald hier, durch den Park. Durch die. Vorne nach hinten. Das Ding nicht umkippt, dass du drauf bist hier für den Flex. Es ist wirklich wichtig, dass wir ja, einen guten Start in den Alltag pflegen. Filmst du dich oder uns? Nein, mich. Warum? Bitte? Mich, warum? Ja, weil das ist okay. Warum fragen Sie? Juckt das Sie oder was? Hier ist die Kamera auf Sie gehalten und auf mich. Nee. Recht am eigenen Bild, ne? Ja. Das bin ich immer noch drauf, ja? Wenn nicht, dann kontaktieren Sie nur einen Anwalt. Ja. Gerade eben, ja. Wieder ein bisschen, ja. Kamerascheue Personen, ja, die nicht im Bild sein wollen, nicht gefilmt werden wollen, die undercover bleiben wollen. Die nicht erkannt werden wollen, wer sie sind. Ich hab die Cam ja auf mich gehalten, ja? nicht auf die Personen. Was ich irgendwie wundert, ja? Wie kommt man darauf zu denken, dass ich sie gefilmt hätte? Ich filme mich und nicht eh. Die Kamera ist ja auf mich gehalten, nicht auf andere Personen. Aber das ist so ein bisschen deutsches Volk. Deutsches Publikum ist sehr eng angebunden, ja? Also es ist zu eng zugeknöpft. Ich bin locker drauf, so locker flockig. Hey, wie kann man denn denken, wenn die Kamera so hält, dass ich die filmen würde? Ich habe die heimlichen Dinge, die sie da im Wald treiben, gefilmt. Komische Leute, da haben einen an der Macke, komplett an der Macke. Ja? Schwenkt so ein bisschen rüber. Um sich hin. Ich muss da lang, ja. Das reicht.
Recht am eigenen Bild. Was haben die denn da für einen Quark? Das Recht am eigenen Bild, was wollen sie von mir? Das Recht habe ich nur, ich, John Ryan, das Recht, euch zu filmen. Ich habe sie ja nicht gefilmt. Komische Leute, da, komische Leute. Also richtig, richtig eng zugeknüpft. Locker drauf, locker flockig. Hauen wir mal hier ein paar Keks raus. Du schreist einfach raus hier. Was denn die Scheiße rein? Was denn die Scheiße hier rein? What? Da habe ich einen Muskelkater. Ich habe gestern ein paar Liegestütze gemacht, also wieder ein bisschen im Training. Weg zu Grundbasics-Übung. Und da brennt der Muskelkater noch stark, stark rein. Ja. Da brennt der Muskelkater wirklich noch hier im Trapezius links und rechts. Und tut richtig, richtig, richtig weh noch. Und warte mal. Huch, bin ich hier? Alles verwachsen gerade hier wieder. Verwachsen. Bis auf Pause. Hier, guys. Huch. Shake that floor! Boom! 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 Bah! 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 Fehlen etwas die Worte, was man verpacken kann, was man verstricken kann. Deswegen fällt es mir schwer, es in Worte zu fassen, aber man muss sagen, es ist wirklich immer und immer wieder läuft es auf das Gleiche hinaus. Mangelnde Motivation, mangelnde Kenntnis, mangelnde Zielstrebigkeit. Also wenn man wirklich sich. Durch verschiedene Eskapaden auf andere Wege begibt. Also es gibt ja Leute dort draußen, so Profikicker, die immer und immer wieder sagen, dass sie keine Jugend hatten, dass sie sich konzentrieren mussten, dass sie keine Partys machen konnten. Und dazu muss ich sagen, ja, das stimmt. Stimmt, oder keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Letzten Endes ist es ja so, dass man ja nur durch eine gewisse Alltagsstruktur an seine Ziele kommt. Ja? Nur, dass man ja nicht nur durch normale, reguläre tägliche Tätigkeiten wie, ja, was ist ein klassisches Wirtschaftswissenschaften, Recht, Jura, Chemie, Pharma, Pharmazie und was man auch immer angehen kann. Das sind ja letzten Endes auch nicht nur Bereiche, in denen man sich dann letzten Endes sein
täglich Brot verdienen kann. Ja? Also beispielsweise durch guten Content, durch gute Videos, durch eine klare Differenzierung und Abhebung vom Pöbel, von der Masse. Was die Masse will, ist ja letzten Endes wurscht. Ja? Also es kommt letzten Endes ja nicht darauf an, was die Masse will, sondern was ihr da draußen haben wollt. Ja? Warum? Oh, was für eine Kameraaufnahme, oder? Videoaufnahme. So eine richtige Präsentation, die unantastbar ist und die man mitschreiben sollte. Mitschreiben. Umsetzen. Umsetzen, ja? Speed Start. Wir sind gerade hier am Chillen. Ich lasse ganz in die Kerne rein. Dann nehme ich mir jetzt hier. Das ist ein Burgfest. Ist das lecker? Sonne, gerade hier an diesem schönen Pfingstmontag. Burgfest ist angesagt. Abgecheckt, was es geht und was in der Stimmung ist. Wie immer den Kanal abonnieren, ja? Ein Video und Daumen hoch. Warme Temperaturen hier. Huch, ist mein Bag wieder drin. Das Deo darf natürlich nicht fehlen. Und die Rotationen. Letzten Schluck daraus. Huch, wird das gut. Nicht besser als dies. Das ist ein Speedstar. Power of Energy. Schmeckt unglaublich gut. Frisch. Hierher warten noch ein Bus. Dann geht's dort ab hin. Zu diesem Burgfest. Ich will kurz einen Verzauern. Meine
Schulter drauf. Mal richtig halten. Jetzt rund, oder? Ich muss schauen, ob ich die da vorne hinhalten muss. Ich justiere sie noch mal ein bisschen drauf. Ich warte hier gerade auf dem Bus. Und dann geht's ab zu dem Bockfest. Kamera läuft, ja. Kamera nimmt das schön auf. Dreht sich immer um das Teil. Wenn man zu dem Bockfest will, wo muss man aussteigen? Zu dem Burgfest, welche Haltestelle muss man aussteigen? Nach Schule, ne? Ja. Also da vorne, wo dieses Chicken-Plakat ist, Hähnchen-Plakat. Ja, an der Tankhaltestelle. Ja, genau. Hallo. Wie bitte? Ich habe nur gerade nach der Haltestelle gefragt, wie ich zu diesem Burgfest komme, weil ich nicht aus Ginsheim bin. Deswegen, ja. Rein. Mich darf ich mich aufnehmen. Hier auf dem Fest unterwegs. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Sehr laute Musik. Gegen echter Eisstand, Ginsheimer Burgfest. Noch nie hier gewesen, ja, das erste Mal. Wie läuft die Kamera, ja? Manche Leute beschweren sich immer so gerne, dass sie im Bild drin sind, obwohl ich das Ding nur auf mich halte. Und dann so, du bist da, ich bin im Bild. Nur in die Richtung. Ähnelt so ein bisschen an so ein Kerbefest, obwohl es irgendwie ein Burgfest sein soll. Es ist viele Nationen prallen hier aufeinander. Ja. Links und rechts. Mein Bauch. Das Teil mal hier vorne hin. An meiner Fratz dran. Ich halte es da vorne hin, hier. Dann kann man es gut sehen, ja. Umlaufe. Das aufnehme. Rechts auch am Fressen hier. Links am Fressen, meine ich. Ja,
Ach, shit. Da vorne hier der Jahrmarkt, ja? Hier. Also das ähnelt so ein bisschen an Kerbestimmung, Kerbefest. Haare es gibt. Es gibt dicke, dünnere Typen mit einer dicken Frau. Dicke Typen mit einer dünnen Frau. Und da frage ich mich manchmal so, was finden sie dann so anziehend? Weil gerade habe ich es auch wieder gesehen, eine ältere Fraktion, so zwischen 40 und 50. Eine Frau extrem fett, also sah aus wie so ein Elefant. Wie so ein Elefant, ja. Und er... Man war aber etwas schlanker und ich denke, hä, was findet ihr daran anziehend? Aber man sagt ja auch, dass auch das so Dunkelhäutige auf fette, auf etwas dickere, die Kleider hier stehen. Aber es ist ja unterschiedlich, ja, von Person zu Person. Also jeder hat seinen eigenen Geschmack. Das war gerade eben, ich hätte nicht die Kamera drauf gehalten, dass man das sehen kann. Klassisch Take Me Out halt, so. Take Me Out gibt es ja diese typische Dating-Serie, ja. Wo dann so Paare auch ausgewählt werden. Paare ausgewählt werden, die sich dann mit Paaren in der Sendung. Was wieder interessant zu sehen, wie die auf was für Personengruppen dann zusammen sind. Ja. Also etwas, wie gesagt, ja. Es gibt, ich habe immer gedacht, dass das sind Chicks und Küken sich von etwas. Wiesenstraße. Also sich von Playern angezogen fühlen. Also gut muskulös, gut gebaut. Alles, andersrum. Das gleich und gleich sich gut gesellt. Aber Gegensätzlichkeiten ziehen sich auch an. Ja? Gegensätzlichkeiten stoßen sich ab normalerweise. Aber das ist ja da war so in die Richtung, dass sich Gegensätzlichkeiten anziehen. Ja? Also dick und dünn. Dick und dünn, das matcht gut. Das passt gut zusammen. Muss da jemand ausziehen? Ich fliege hier nicht nur aus dem Bus raus, weil ich die Maske nicht anhabe. Das ist die Cam. Ich habe meinen Maschinenraum gerichtet. Gegensätzlichkeiten ziehen sich an und gleich gesellt sich gut. Das ist von Nation zu Nation unterschiedlich. Ja? Aber man sieht überall auch im Burgfest, wie unterschiedlich das einfach ist. Ja? Ich habe gedacht, dass man so ein Hugh Hefner sein muss und so ein Player oder so ein nicht ein Star, aber so in Richtung, sagen wir, Management-Person. Man weiß ja nicht, was er beruflich gemacht hat. Aber es ist oberflächlich gesehen definitiv ein gravierender Unterschied zu sehen. Ne? Check hier nochmal kurz ab. Läuft die Cam? Was ist die Scheiße? Maske hier. Liebe Fahrgäste, hier gilt die Pflicht. Schon wieder diese scheiß Ansage. Alter, ich bin unglaublich auf dem Sack. Vielen Dank.
Action dabei, Schnurzschild sein. Man sagt ja. Schrauber.
diese Vorfreude auf das Essen, auf das Mittag, Nachmittagsessen, ja, auf das Abendessen. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Mal in die Cam rein. Hm, das verspeise ich jetzt hier. Eine einzige Art und Weise. Ja. Selbst gemacht, ja. Könnt ihr sehen. Für den linken Bizeps. Den rechten Bizeps meine ich. Für den linken Bizeps werde ich das hier auf genüssliche Art und Weise essen. Also mal kurz rein hier, guck. Ihr seht hier die Proteins. Die Proteins. Das freche Fleisch. Snack. On cam. Oh, schmeckt ganz gut. Schmeckt das gut. Oh, ist das lecker. Schmeckt das gut. Ist das lecker. Oh, Gerold Steiner. Ja, einhalten. Oh, belebt das. Ah. Oh.
besser als von KFC. Würziger Geschmack. Wir sind ganz verschmiert. Ich stecke das jetzt ein bisschen noch mit der Kamera weg. Chicken Diet, selbst gehört. Thank you.
Ist gut. Dann noch mal kurz dahin. Kürze. Ecke. Den Schwung noch mal hier rausholen. Ah, dann hat es noch zu spielen. Einmal grünes Blatt Papier. So wie man es ja früher in der Steinzeit geholfen hat. Wenn man ein Taschenbuch dabei hatte. Ein bisschen reiben hier. Tipp ist vorhanden. Schwung raus. Ja. Huga! Männlichkeit. Maskulinität. Männlichkeit. Sehr gut. So. Mal rüber. Das ist hier zum Video. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. In der Beschreibung sind Links. Verlinkt zu Instagram, zum Instagram-Profil, zu Facebook, TikTok, zu meiner Webseite. Also alle Links darunter in der Beschreibung. Also subscribe to this channel, leave a comment, kommentiert das Video und gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren. Das nächste Mal wieder einschalten, ja, hier. John Bryan. Von John Bryan, ja. Peace.